Also, jetzt kommt der Ball auch ins Spiel. Vermutlich das Kreisspiel alias Rondo. Und ab geht die wilde Fahrt. Also die Kontaktspieler in der Mitte mit den blauen Leibchen, zumindest in dieser Gruppe, Javi Martinez und Jerome Boateng und Manuel Neuer und Niki Süle in der anderen Gruppe. Da war noch jemand mit dem blauen Leibchen. Ja, das muss ich noch ein bisschen rausinterpretieren. Wer da gegen wen und wer muss sich den Ball holen und wer darf ihn spielen und wie viele Kontakte. Also hier unten auf alle Fälle zwei Vierer und eine Dreiergruppe. In der blauen Dreiergruppe Süle, Kimmich und Neuer. Pavard gehört zum Team Rosa, unschwer zu erkennen. Das Ganze auf alle Fälle in höchsten, im höchsten Tempo nicht vorgetragen, aber mit diesen kurzen, schnellen Pässen und Bällen. Und das schaut dann immer so leichtfüßig aus und geht dann in Fleisch und Blut über. Und dann wird das mitunter auf dem Platz so bilderbuchmäßig vorgetragen. Also das waren dann von unserer Seite aus auch die Eindrücke, die wir für euch hier mitnehmen durften, mitnehmen konnten vom Abschlusstraining des FC Bayern vor dem UEFA Supercup am morgigen Donnerstagabend gegen den Europa League-Sieger, gegen den FC Sevilla. Die Mannschaft von Hansi Flick macht einen guten, einen fokussierten, einen gut gelaunten Eindruck. Hoffen wir, dass sie morgen dann den nächsten Titel einfahren können. In diesem Sinne, bleibt am Ball, bleibt dem FC Bayern treu. Servus und viel Erfolg morgen beim Spiel, Jungs. Hört man ja oft auch die